Der Leak umfasst vor allem rund 1.500 Seiten, die bis jetzt noch nie gezeigt wurden, weder geschwärzt noch ungeschwärzt. Daraus habe ich mal einige Stellen für Sie vorbereitet, also nur einige Appetithappen gewissermaßen, die ich aufgeteilt habe in zwei Themengebiete. Erstens ministerielle Weisungen und zweitens Täuschung der Öffentlichkeit. Beides ist wichtig, weil die Öffentlichkeit denkt, dass die über 1.000 RKI-Mitarbeiter Wissenschaft gemacht haben, die Politik beraten haben und die Politik sich dann nach dieser Wissenschaft gerichtet hat. In Wirklichkeit ist es aber genau umgekehrt gewesen. Folgendes Protokoll ist vom September 2021 und ward also vor heute noch nie gesehen, außer vom Whistleblower und uns. Ich zitiere: Die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten des RKI wird derzeit rechtlich geprüft. Also es geht um technische Dokumente, also um fachliches, nicht um politische Empfehlungen. Und das RKI lässt gerade rechtlich prüfen, ob der Minister da überhaupt Vorgaben machen kann. Dass sie das prüfen lassen, indiziert, es ist ihnen nicht recht und sie bekommen Vorgaben, die sie nicht in Ordnung finden. Es geht weiter. Die aktuelle Einschätzung der RKI-Leitung ist, dass die Empfehlungen durch das RKI in der Rolle einer Bundesbehörde ausgesprochen werden und einer ministeriellen Weisung nachgekommen werden muss, da das Gesundheitsministerium die Fachaufsicht über das RKI hat. Das stimmt. Das RKI ist eben keine unabhängige Behörde, sondern muss so wie eine untere Wasserbehörde den Weisungen der vorgesetzten Behörde folgen. Oktober 2021. Der Minister hat allen eine Boosterimpfung nahegelegt. In Klammern. Ist von der STIKO aber noch nicht empfohlen. Und der Minister hat die doppelte Impfung von Genesenen nahegelegt. In Klammern. Hierzu liegen unserem Fachgebiet 33 und der WHO noch keine Daten vor. März 22. Herr Lauterbach spricht von möglicher Sommerwelle. Es gibt eine nachlassende Immunität und der Saisoneffekt wird nicht ausreichen. Das ist besonders kurios. Sie erinnern sich, 2020 sagte Herr Drosten, der Höhepunkt der Welle wird im Sommer kommen. Im Sommer waren diese Inzidenzen praktisch auf Null. 2021 wiederholte sich das. Und jetzt 2022 sagt Herr Lauterbach, es kommt die Sommerwelle. Sehr aktuell, weil im Moment ja auch wieder kolportiert wird, aufgrund irgendwelcher Abwasserwerte, dass wir im Moment in einer schlimmen Situation sind. Das Kuriose ist, es gibt ja diese klinischen Daten des RKI, also Grippeweb, Arbeitsgemeinschaft, Influenza. Da sieht man, dass die ganze Zeit nichts ist. Aber aufgrund dieser PCR-Tests wird der gegenteilige Eindruck erweckt. So, und am 6. April 2022 wird vom RKI notiert, über die Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz und die Lauterbach-Kehrtwende zu Quarantäne und Isolation. Also Sie selber erfahren aus der Presse, dass der Minister eine Kehrtwende gemacht hat. Sie selber haben diese nicht nahegelegt. Zweites Thema, Täuschung der Öffentlichkeit. 5. November 2021, das ist zwei Tage jetzt nach Beginn des Wellenbrechers, wenn Sie sich erinnern. Der Wellenbrecher, der dann überging in die Weihnachtsruhe, die Silvesterruhe, die Osterruhe, die Pfingstruhe und dann eskalierte mit einer bundesweiten Ausgangssperre beim kleinen PCR-Werten. Also am 5. November heißt es, in den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht ist das nicht korrekt. Die Gesamtbevölkerung trägt bei. Soll das in der Kommunikation aufgegriffen werden? Und dann die Antwort: Nein, der Minister sagt das bei jeder Pressekonferenz, vermutlich bewusst, kann eher nicht korrigiert werden. Das heißt, Sie wissen, dass der Minister in der Öffentlichkeit lügt, also bewusst, aber Sie trauen sich nicht, das richtigzustellen. 8. Dezember 2021, Tiefstand der Intensivkapazitäten und sie gehen weiter zurück. Ich habe das überprüft mit den Divi-Daten. In der Tat waren bis zum Dezember 2021 die Intensivkapazitäten von 40.000 auf 30.000 gesunken. Aber bei konstanter Kapazität an freien Betten.
Es gab damals, als das geschrieben wurde, ungefähr 2000 freie Betten. Und das ist auch im Moment so, weil die Intensivkapazität eben atmendes System ist. Es kann immer Personal von normal auf intensiv umgelegt werden. So wurde das auch immer gemacht. Also Tiefstand der Intensivkapazitäten am Beginn des Wellenbrechers. So, und jetzt eines der letzten Protokolle. Es ist also relativ frisch. Vom April, vom 26. April 2023. Für mich das Highlight der ganzen Sammlung. Minister Lauterbach hat Anfang April die Pandemie für Deutschland für beendet erklärt. Wie gehen wir damit um? Es gibt kein landesspezifisches Ende einer weltweiten Pandemie. Ja, man sieht, sie haben sich selber in diese Pandemie reingesteigert. Und man kann als abschließende Bemerkung beim RKI im Grunde folgende Tendenz ausmachen. In den Protokollen von März 2020 zeigen sie sich ersichtlich befremdet über das, was politisch passiert. Sie weisen darauf hin, dass es plötzlich 50% Leerstand in den Kliniken gibt, was es noch nie gegeben hat, schreiben normal seit 10% Leerstand. Sie sagen aufgrund ihrer klinischen Überwachungssysteme, also Sentinel und so weiter, dass die Zahl der Erkältungen insgesamt völlig normal ist. Und man sieht, dass sie dem Ganzen distanziert gegenüberstehen. Das ändert sich aber, und ich deute es so, dass sich viele RKI-Mitarbeiter selber in die von ihnen erzeugte Psychose mit reingesteigert haben. Und am Schluss ganz erschreckt erfahren, ups, jetzt wird gesagt, die Pandemie ist zu Ende. Aber warum? Das ist doch alles wie vorher. Ja, stimmt. Es gab eben nie eine Pandemie im medizinischen Sinne, also im Sinne des Notstands, sondern es gab nur eine Deklaration, eine politische Deklaration einer Pandemie. Deklaration, eine politische Deklaration, die nicht mehr opportun war. Möglicherweise haben einige von Ihnen es mitbekommen, dass letztens eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat von Paul Schreier, wo es um die Entschwärzung der letzten Schwärzung in den RKI-Protokollen ging, wohlgemerkt nur bis April 21, also den Teil, den er bereits freigeklagt hatte. Und vor Gericht wurde dann als Beweismaterial eine Stelle aus Christian Drostens Buch vorgelesen, in der Christian Drosten im Zwiegespräch mit Georg Maskolo ganz klar sagt, er sei ausdrücklich einverstanden damit, dass sein Name in den Protokollen entschwärzt wird. Jetzt haben wir folgendes Problem. Es hat einen Zeitraum gegeben, in dem Christian Drosten gefragt wurde, ausdrücklich durch das RKI, ob denn sein Name entschwärzt werden soll, ob er damit einverstanden ist. Und er hat die Antwortfrist verstreichen lassen. Und das Büro von Christian Drosten teilte dann auf Nachfrage der Zeitung Die Welt mit, man hätte gedacht, nicht antworten bedeutet Zustimmung. Da wird natürlich jeder Jurist sich an den Kopf fassen und sagen, nein, ganz bestimmt nicht. In einem juristischen Verfahren bedeutet nicht antworten nicht Zustimmung. Und das RKI und die Anwälte des Kanzleramts können dann daraufhin nicht einfach Christian Drostens Stellen entschwärzen. In seinem Buch hat er aber vor seinen Lesern es so dargestellt, als ob er ausdrücklich für Transparenz wäre. Wohlgemerkt ist er gar kein Teilnehmer des RKI-Krisenstabs gewesen, sondern es wird nur an diversen Stellen über ihn geredet und ganz besonders viel im ersten Jahr. Die zwei Stellen, die ich für brisant halte, lese ich zuerst vor. Zuerst die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe. Christian Drosten setzte sich für eine externe Isolierung von positiv Getesteten ein. Beweis, 22.06.2020, Seite 13. Aus einer Beratung des Berliner Senats mit Herrn Drosten entstand der Vorschlag, erkrankte Personen, die in überbelegten Wohnungen leben, 4 Tage aus dem häuslichen Umfeld herauszunehmen und an einem anderen Ort zu isolieren. Zweitens, Christian Drosten zog im Sommer 2020 einen Textentwurf mit Empfehlungen für den Herbst zur Teststrategie zurück, weil dieser, Zitat, dem Regierungshandeln widerspricht. Die Textstelle ist vom 29. Juli 2020, die Seite 9. Dort heißt es wortwörtlich, Textentwurf Christian Drosten, Empfehlung für den Herbst, Darstellung der Ideen und Einschätzung. Kontext, der Artikel ist vertraulich. Herr Drosten hat zwischenzeitlich entschieden, das Papier nicht zu publizieren, da ungezielte Testung im Text als nicht sinnvoll betrachtet wird
und dies dem Regierungshandeln widerspricht. Das hat nun ein paar Implikationen und alle sind nicht gut. Erstens ein Interessenkonflikt. Drostens Freund Olfert Land hat mit der undifferenzierten Teststrategie der Bundesregierung Geld verdient. Zweitens Wissenschaftsbetrug. Etwas, das er eigentlich für fachlich richtig hielt, hat er nicht veröffentlicht, weil es dem Regierungshandeln widerspricht. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Drittens, Steuergeldverschwendung im Bereich von mindestens 10 Milliarden Euro. Denn wenn es eine differenzierte, gezielte Teststrategie gegeben hätte, also nicht reihenweise Gesunde getestet worden wären, dann hätte dieses Steuergeld auch nicht zum Fenster herausgeworfen werden müssen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt auch noch aus dem ersten Teil 2020, wo schon viel gerätselt wurde über die Stelle, weil das, was danach kommt, bereits Implikationen zulässt, was sich da möglicherweise unter dem geschwärzten Satz befindet. Man muss allerdings dazu sagen, dass nicht geschwärzt wird nach Brisanz. Also das, was einige gedacht haben, oh, jetzt sind die Stellen geschwärzt, die möglicherweise das RKI oder die Bundesregierung für besonders brisant hält. Das ist rechtlich unmöglich, sondern geschwärzt werden darf immer anhand von ganz bestimmten Parametern. Das wären zum Beispiel Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die Namen von RKI-Angehörigen unterhalb der Ebene der Abteilungs- und Fachbereichsleiter. Und das dritte wären bilaterale Beziehungen, aber die haben jetzt in diesem Datensatz keine so große Rolle gespielt wie etwa bei den Expertenratprotokollen. An dieser Stelle geht es um ein Unternehmen und die EMA. Das RKI hat nicht widersprochen, als EMA und Pfizer planten, einfach die Phase-3-Studien auszulassen, damit es schneller mit der Notzulassung geht. Beweis: 15. April 2020, Seite 10. Normalerweise plant man 12 bis 18 Monate ab Beginn Phase 1. Jetzt kommt der Satz, der geschwärzt war. EMA und Pfizer überlegen, ob sie gegebenenfalls die Phase-3-Studien auslassen und direkt in eine breite Anwendung gehen. Wenn das von den Regulatoren so entschieden wird, dann kann es schneller gehen als 12 bis 18 Monate. Wir sehen an dieser Textstelle ganz genau, dass sich das RKI des Risikos eines solchen Vorgehens auch bewusst war. Denn es heißt weiter an dieser Stelle, solch eine Entscheidung bedeutet für uns gute Risikokommunikation und entsprechende Post-Marketing-Surveillance, damit man wesentliche Impfkomplikationen schnell erkennt. Derzeit wird in der Literatur Immune Enhancement diskutiert, in Klammern schwere Erkrankung durch Impfung. Als oberste Seuchenschutzbehörde reicht es nicht aus, die Bevölkerung vor den Gefahren von Viren zu schützen, sondern auch vor unverantwortlicher Medikation. Und in meinen Augen hätte das RKI an dieser Stelle ganz klar widersprechen müssen und das nicht einfach abnicken.